Polizei Zürich, und zwar zu der Fachstelle Opferbelange. Wir werden dort ein Gespräch führen mit der Frau Rees. Sie ist unter anderem Spezialistin für Opferschutz, Kinderschutz wie auch Sexualdelikt. Wir werden uns zum Thema Sexualdelikt unterhalten. Von der Stadtpolizei Zürich in der Fachgruppe Kinderschutz. Und dieser Raum hier ist speziell, weil hier in diesem Raum werden Kinder und Jugendliche, das heisst bis 18, die Opfer wurden von einer schweren Straftat, befragt. Der Unterschied zwischen einem Sexualdelikt, das an einem Kind geschehen oder einem Erwachsenen, ist sicher, dass Kinder und Jugendliche spezielle Schutzrechte vom Gesetz her. Das heisst jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir in diesem Raum sind, Kinder werden videobefragt, also audiovisuell befragt, darum auch das Mikrofon und im Hintergrund Kameras. Und zwar auch von einer speziell ausgebildeten Polizistin oder Polizist. Weil von der Entwicklungspsychologie her, wenn man denkt, man befragt ein 4- oder 5-jähriges Kind, ist das natürlich etwas anderes als eine erwachsene Person. Hingegen die Erwachsenen, die werden schriftlich befragt bei der Polizei in einem üblichen Einvernahmezimmer. Das häufigste Sexualdelikt, das wir bei der Polizei sicher damit konfrontiert sind, das ist Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Schändung oder eben auch sexuelle Handlungen mit Kind. Und diese Delikte sind schwere Sexualdelikte. Die werden von Amtes wegen geahndet. Also da muss die Polizei handeln. Das nennt sich Offizialdelikt. Da gibt es aber auch Delikte, Sexualdelikte wie eine sexuelle Belästigung oder Exhibitionismus, die jetzt im Vergleich zu den vorgenannten durch nicht die Schwere haben. Und das sind die sogenannten Antragsdelikte. Dort handelt die Polizei nicht von sich aus. Dort muss eine betroffene Person, also ein Opfer, zur Polizei explizit den Wunsch äußern, dass Strafverfolgung soll. Als Opfer von einem Sexualdelikt eine Anzeige anonym zu machen, das macht eigentlich keinen Sinn. Und zwar ist es so, dass natürlich Polizei zum Ermitteln brauchen wir sehr viele Informationen. Mhm. Und der grösste Teil der Informationen kommen wir vom Opfer über. Mhm. Weil gerade Sexualdelikte sind vielmals keine Zeuge, wo man sonst noch Informationen holen kann. Und wenn nachher die Polizei nicht mit dem Opfer die Informationen vom Opfer holen kann, ist das natürlich sehr schwierig. Aber wenn Sie jetzt meinen, dass doch das Opfer zur Polizei geht, aber einfach den Namen nicht genannt hat, das ist ja auch noch eine Option, die Sie jetzt angesprochen haben. Das ist in dem Sinn nicht gut möglich, weil nicht nur die Opfer haben Recht, sondern auch Beschuldigte haben Recht. Und der Beschuldigte hat das Recht darauf, zu wissen, was ihm vorgeworfen wird und wem er etwas angetan haben soll. Also, Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt ein Mann eine Vorladung bekommt zu einer Einvernahme betreffend ein Sexualdelikt oder sogar verhaftet wird, dann hat er das Recht zu wissen, wer er denn soll sexuell angegangen haben. Kommt auf ein Opfer zu, wenn es zur Polizei geht und nachher befragt wird. Ich habe vorher gerade schon gesagt, das ist sicher der zeitliche Aspekt. Also das sind oft sehr lange Befragungen. Also man darf durchaus etwas zu trinken oder etwas zu essen mitnehmen. Das kann wirklich lang gehen. Warum geht es so lang? Es sind sehr viele Fragen, die da gestellt werden müssen, weil, wie gesagt, je mehr Pixel wir haben für ein klares Bild, desto mehr Informationen und mehr Fragen müssen wir entsprechend stellen. Und wenn ich sage, sehr viele Fragen, das können durchaus 100 Fragen sein. Und das muss ja auch alles protokolliert und verschriftlicht werden. Darum braucht es seine Zeit. Das sind auch Fragen, die sehr ins Detail gehen. Und Sie müssen sich vorstellen, bei einem Sexualdelikt, Detail, was heisst das? Das sind sehr intime Fragen. Sehr detaillierte Angaben, die wir wünschen. Und das kann schwierig sein für Sie. Was sind die Schwierigkeiten
wenn man zur Anzeige kommt, nachdem die Tat schon länger zurückliegt. Das ist sicher die Spurensicherung ein Aspekt, wo viele Spuren sind vergänglich und die können dann nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt gesichert werden. Das ist sicher ein Punkt, wo es erschwert, den Ermittlungen. Die Frage, ob es sich lohnt, eine Anzeige zu machen, das ist immer so die Überlegung, wer stellt sich die Frage? Was stellt sich das Opfer unter sich lohnen vor? Aber jetzt aus polizeilicher Sicht würde ich sagen, es lohnt sich. Man muss bedenken, dass leider ein Täter häufig eine Straftat auch wiederholt oder kann wiederholen und somit auch weitere Opfer kann generieren. So aus diesem Blickwinkel allein würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, um so allenfalls weitere Opfer zu verhindern. Ich möchte den jungen Leuten mit auf den Weg geben. Ich als Polizistin euch ermutigen, wenn ihr Unrecht erfahrt, redet darüber. Nehmt Hilfe in Anspruch. Es gibt viele Unterstützungsangebote in der Stadt Zürich oder überhaupt in der ganzen Schweiz. Könnt euch an eine Opferhilfestelle melden oder natürlich auch direkt bei der Polizei.